glaube, ich muss den Schlüssel hier nur holen. Alter, ich will hier nicht sein. Auf Russisch. Wie gesagt, wer es durchlesen will, kann hier gerne Pause drücken bei jeder einzelnen Seite. Dum, di dum, di dum, di dum, di dum. Oh. Wow. Da reinzugehen wäre Selbstmord. Alles klar, ist gemerkt. Aber hier fühle ich mich auch nicht gerade so sicher. Oh. Das ist rotes Kraut. Ich glaube, ich kann hier später noch mal rein. Alter. Okay, mit ihr habe ich da keine Chance. Ja, das lasse ich erstmal. Das lasse ich erstmal. Das ist ein bisschen doll hardcore gerade. Alter. Also guten Horrorfaktor hat das Spiel auf jeden Fall. Ich will nicht. Ich muss doch jetzt einen Schlüssel finden, oder? Einen anderen Weg auf jeden Fall. Da war ich schon. Hier vorne ist die Tür, wo ich da hinten zu dem Vieh komme. Alles schon gesehen, alles schon gesehen. Aha. Was muss ich denn jetzt mit ihr machen? Oder will mir das Spiel mir jetzt erzählen, ich muss hier irgendwas holen? Weil ich sehe ja nicht, wo das Vieh hinguckt. Ich kann ja nicht sagen, ah ja, okay, das Vieh guckt dahin, ich kann jetzt da lang vorbeischleichen oder so. Kann ich ja nicht machen. Alter, ist das viel hässlich. Alter. Mach einfach mal. Ah, okay. Oh. Kaum gehe ich in Deckung, ne? Kaum gehe ich in Deckung, ist wieder da. Wieder weg. Es ist widerlich. Ich gehe mal wieder eine Etage tiefer. Ich denke mal, ich habe hier was übersehen. Ich dachte, ich muss den Schlüssel finden. Und nicht einfach zur anderen Seite. Oh Mann. Ja, feels bad, man. Ich glaube, ich habe gerade was gehört, was vorher noch nicht da war. Erstmal. Bitteschön. Da hast du erstmal ein bisschen was von deinem Stuff. Müsste reichen. So, gehen wir mal zu dem abgefuckten Scheiß, der hier in diesem Raum abgeht. Und stealthen uns jetzt mal hier durch. Und machen mal ganz schnell die Tür auf. Damit wir es hier mal ganz hart wasten können, damit ich das rote Kraut kriege. Ey, bra!
Wo bist du? Ach, da. Das Vieh stand genau da. Da! Schieß! Nicht da! Weiter links! Da! Schieß! Alter, auf ihr. Auf sie ist aber auch kein Verlass, ne? Man kann sich einfach nicht auf sie verlassen, ne? So, jetzt bin ich bonzenmäßig und mach erstmal. Oh yeah. So, hab jetzt noch ein bisschen grünes Kraut. Ja, dreimal ist eine gute Anzahl. Warum bin ich mit Claire nicht so gut equipped? Mach ich da was falsch? Scheiße, war bra, hab mir gemerkt, wo du standest, Bitch. Aber ich mach mal lieber, damit ich hier halt sicher sein kann, dass hier nichts ist. Ich, okay, ich sehe nichts. Oh, scheint nichts mehr zu sein. Na, hier oben ist nichts mehr. Geil. So, ab weiter geht's, Buddy. Buddy. Und Messer. Dankeschön für die Moon. Tut mir leid. Tut mir leid. Entschuldigung. Tut mir leid. Es ist der Pilot, oder? Es ist der Zombie-Pilot? Und hier muss ich dagegen kämpfen, wahrscheinlich. Kratzt mir schon mal die Munition zusammen. Ey, ich muss hier sowas von gegen den kämpfen, ne? Okay, ich merke mir mal den Weg. Ich kann hier durch. Dann dort hinten auch noch ein bisschen weiter rennen. Okay, da kann ich aber im Kreis laufen. Hier wird da wahrscheinlich eh was durchballern oder so. Alles klar, Weg ist gemerkt. Waffe nochmal nachladen. Ich halte erstmal meine Pistole und danach gehe ich zum Magnum über. Als wirklich ein Gegner ist. Achso, okay. Stopp. Achso, ich kann runterschubsen, okay? Na, das nenne ich mal ordentliches Einparken. Der Helikopter war die ganze Zeit gewaltig, bis auf den Boden aufklatscht. Es ist dann einfach, als wäre es so ein leichtes Ding, so bing, 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 bing. Aber als umgeknallt, diese Geräusche, Alter, es klang geil. Mhm. Okay, 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 okay. Na, ich denke mal, Leben brauche ich noch nicht geben, oder? Nee. Zurück. Wie zum Fick kommst du hierher, Mann? Das passiert also mit ihm. Wo soll ich denn hinfliehen an? Komm raus, es wird dein Ende. Und auch mein Ende. Alter, ich habe so viel Munition. So viel Munition. Und er stirbt einfach nicht. Was? Ich dachte, mit Moon kann ich hier alles regeln. Ich habe gerade mein ganzes... Gerade der ist ein Igel reingeballert, also mein Revolver. Und der ist nicht gestorben.
Ah ja, wir haben noch Molotow-Cocktail und Granaten. Gott vergessen. Sorry? Warte mal. Ich muss ja erstmal, ich kann rüber. Und rüber. Jo, nice. Na komm, bra. Natalia, zurück! Lange nicht gesehen, Dude! Das passiert also. Geil. Oh! Ah! Hab's kapiert. Alter. Könnt euch mal seinen Blick. Als eine Baumaschine. Das sollte uns ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Ja. Kann ich die jetzt auch als Waffe usen, so wie er? Wow, er hat aber mein... Ein schöner Tisch. Sehr schön. Er hat ganz schön meinen Munitionsvorrat aufgebraucht, der Typ. Meine Munition ist jetzt dezent niedriger geworden. Ich meine, gut, ich habe meine Molotow-Cocktails verbraten ohne Ende. Naja, gut, hätte man besser machen können. Egal. Ist egal. Jetzt muss ich damit leben, meine Munition verschwendet zu haben. Nice. Ja, ich kann jetzt aufschließen. Es geht, Leute, jetzt kann ich bohren. Ich wüsste zwar nicht wo, aber ich kann's. Ich wüsste jetzt echt keine Stelle mehr, wo ich bohren kann. Ich meine, ich bin da ein paar vorbeigelaufen. Ja, ich habe mir jetzt keine gemerkt. Hier unten bestimmt, ne? Ja, hier unten war doch einer jetzt. Aber nee. Noch weiter runter. Oder auch nicht. Nee, wir sind schon ganz unten. Okay. Dann ungefähr links. Also hier. Genau. Wo ist sie eigentlich hin? Wo bleibt sie eigentlich? Wundert mich gerade ein bisschen. Oh yeah, Mann, Alter. Aber wie sich so das ganze Spiel um eine Baumaschine dreht, ne? Wie zum Teufel ist er da runtergekommen? Ah ne, ich wollte gerade sagen, er lag unterm Auto, aber nee. Sah nur so aus. Er hat genau den gleichen Armreif wie du. Moira hatte auch einen. Wie Schwestern. Was für ein verfluchtes Experiment war das? Das war der Pilot, der sich den Arm abschneiden wollte. Sein Arm. Widerlich. Dezent. Widerlich. Naja, machen wir weiter. Oh, ich sag jetzt nicht, der steht auf. Sag nicht, der steht auf, ich muss jetzt davonlaufen. Lass Spiel. Lass den Tod sein. Der nette Mann hat mich geholt. Der nette Mann? Von Terra Safe, der mich gerettet hat. Ob Moira es wohl zum Turm geschafft hat? Das hat sie. Komm, schauen wir, was wir finden. Ich will nicht. Ich hab das Gefühl, ich verpasse hier irgendwas. Ein Item oder was auch immer. Es gefällt mir nicht, hier zu sein. Es gefällt mir einfach nicht. Ich meine, bin ich jetzt schon im Endgebiet? Ist das hier schon das Ende? Ich bezweifle es. Dieser Ort ist anders. Ja. Echt schaurig, was? Ah, das war das erste Mal, dass wir mit Barry an einer Stelle sind vor Moira und Claire. Ist das Puppenköpfe oder menschlichen Köpfe? Puppen mit Blut.
Puppen mit Blut dran. Das ist natürlich mega nice. Na, machen wir mal direkt mal die Kiste auf hier. Ne, 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 da. Ah, ah. Oh, verdammt. Knapp, dann nehmen wir es auch leider vorbei. Da. Oh, mir kam es gerade eiskalt im Rücken runter. Oh, ja, nein. Da. Nö, nö. Yeah. Und da sagen mal die Leute immer, das Einzige, was ich drauf habe, ist Zahnbelag, ne? Aber stimmt nicht. Ich hab's richtig drauf. Da hoch oder hier hoch? Ach komm, wir gehen hier lang. Spiel, mir gefällt es gerade nicht, wie du mich hier mit irgendwelchen Scheiß zuwirfst. Es gefällt mir nicht. Es bedeutet irgendwas. Es gefällt mir wirklich nicht. Boah. Und jetzt stellt euch mal vor, das Spiel, ich meine, das spielt ja 6 Monate nach dem nach der Claire-Episode. Stellt euch mal vor, also wenn wir mit Claire hier lang gehen, sind die Puppen nicht da. Das wäre dann echt ein bisschen creepy. Weil dann hätte so ein Typ einfach mal in 6 Monaten hier einfach mal ein Puppenhaus ausgeraubt und alle Dinge hier aufgespießt. Ich wollte es nur mal kurz gesagt haben. Ich glaube, jetzt kommt eine Endcutscene von der Episode. Sie ist so gruselig. Ich kann sie nicht leiden. Wer? Die Frau hier neben Wesker? Das ist Wesker. Alex Wesker. 2 Weskers? Willst du mich verarschen? Ich wusste, dass du kommst. Woher kennt... Nächstes Mal bei Revelations 2. Moment. Das ist Moiras. Nein. Keine Spur von ihr. Oh, natürlich musste die Fabrik eine abgefuckte Fabrik sein. Sie war verantwortlich für das Experiment vor 6 Monaten. Nein. Da stehen alle unsere Namen drauf. Was haben wir falsch gemacht? Wo ist Moira? Es geht anscheinend abgefuckt weiter. Nächste Episode, das Urteil. Oder auf Englisch, Judgment. Alter, Judgment, wie cool. Alter. Episode 2. Ende. Zu Tode erschrocken, ey. Ja, so ein bisschen, ne? So ein bisschen. Ja, Mann, Alter, Triple A. Wir waren das A-Team diese Episode. Richtig krass. Alter. Aber what the fuck? Albert Wesker. Der Bösewicht aus den anderen Teilen. Hat eine Schwester, Natalia weiß das, und sie, und das Vieh, was jetzt kommt, kennt den Namen von Natalia.
Ob die alte Albert Wesker ist? Irgendwie mutiert und dass sie nicht, vielleicht nicht die Endgegnerin ist, ob es einen anderen Gegner gibt? Okay. Ich würde sagen, ich nehme jetzt so ein paar Sachen und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ich mache das einfach jetzt aufs Screen. Ich werde jetzt mal ganz kurz alles durchlesen und mal gucken, was ich am besten nehme. Heißt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Auf Wiedersehen. Tschüss.